Bauen ohne Baustelle. Also Platten legen ohne Baustelle klingt ohne Schmutz, ohne großen Aufwand. Also auch ohne große Fachkenntnisse soll man 25 Quadratmeter davon wohl pro Tag legen können. Drehen wir das ganze Ding mal um. Das seht, das hat hier Stege, auch Aussparung. Dazu kommen wir gleich noch. Mit den Nachteilen, die mir bei der Konstruktion wohl ein bisschen eingefallen sind. So, ich hatte mit ihm geschrieben gehabt und habe Mustertasche zugeschickt bekommen und Musterplatten. Die Platten gibt es in zwei verschiedenen Dicken. Einmal hier als 18 mm ins Gesamtkonstruktion und einmal als 28. Scheiße, hätte ich besser vorbereitet. Also einmal als richtig stabil und einmal als diese dünne Variante. Diese dünne Variante soll 500 Kilo, über 500 Kilo, eigentlich genau genommen 510 gerundet, Last aufnehmen können, weil man sieht, man hat ja keine feste Verbindung, sondern das ist bloß über diese Stege wird die Last am Untergrund weitergegeben. War ich so ein bisschen kritisch. Aber da in der Werbung steht's. Wie gesagt, ich habe mit ihm geschrieben und er hat auch gesagt gehabt, weil ich ja gesagt habe, ja, man schneidet am Raum hier an, hat hinten eventuell einen schmalen Streifen und da steht dann das schwere Bücherregal oder Küchenregal mit Geschirr oder halt im Außenbereich irgendetwas drauf. Das heißt, man hat eventuell einen 10 cm Streifen oder sowas. Da hieß es überhaupt gar kein Problem. 10 cm Streifen kann sogar noch mehr aufnehmen. Das testen wir mal. Was mir, wenn ich dir schon gerade in der Hand habe, noch dabei aufgefallen ist, ist diese Stege, die gehen durch. Dazu kommen wir im Außenbereich auch gleich nochmal. Mit diesem Schienen, also für den Außenbereich. Für den Außenbereich wird das heißen, Wasser, was hier unten drunter ist, und wenn es wirklich dicht irgendwo drauf liegt, kann das da nicht ablaufen. Also irgendwie werden wir hier Rillen oder sowas lieber drin gewesen. Also gibt es in verschiedenen Farben, verschiedene Dicken hatten wir. Kommen wir zu den Schienen. Es gibt, kommt mal rum. So, es gibt verschiedene Schienen. Das sind jetzt die, die er mir im Musterkoffer mit zugeschickt hat. Also so Übergangsschienen. Dass man hier praktisch einen Übergang machen kann. Wenn einem die Stanzung bekannt vorkommt, ist sowas. Abschlussprofile. Ganz viele verschiedene, ganz viele weitere flachere Übergänge. Das ist alles für mich momentan nicht ganz so wichtig. Mich interessieren die Bereiche für den Balkon, für außen. Aber wenn man sich das jetzt mal hier anguckt, wenn ich die hier hinlege und dann die Platte, die angeschnittene, da passt es wahnsinnig schön. Aber auch hier, zumindest bei dieser Schiene, ich weiß nicht, ob es da noch andere gibt, das Wasser kann gar nicht rauslaufen. Man hat das eingesperrt. Also finde ich als Muster so nicht gut. Also ich hoffe, dass es da noch andere Lösungen gibt. So, Verarbeitung. Bauen ohne Baustelle. Wenn es in ganzen Platten aufgeht, ist es schön. Wenn die Dinge allerdings geschnitten werden müssen. Also die Keramik durchschneiden, nicht so das Problem. Bloß dieses Untermaterial hier. Wie die verbunden werden, kommen wir gleich zu. Das ist wahnsinnig schneidunwillig. Nassschneidmaschine ging nicht. Also hier ist wirklich so, dass man da die Stichsäge nehmen muss. Praktisch hat sich herausgestellt gehabt, dass hier mit der Flex einschneiden oder Nassschneidmaschine auf Höhe eingestellt und dann die Stege hier unten und die Außenkantenstege mit der Stichsäge durchschneiden. Ist natürlich wieder Staub und Dreck, also ich würde da nicht so behaupten, dass das ja Bauen ohne Baustelle ist. Es sei denn, es geht mit ganzen Platten auf. Also, wenn man so schneiden muss, schon nicht mehr ganz so leicht. Von wegen hier. Aber wichtige Frage ist jetzt, man kann es ja schlecht lesen. 500 Kilo, beziehungsweise wenn man genauer in die Datenblätter da reingucken, hin und her, welche Belastung sie aushalten. Gehen wir mal von gut 500 Kilo aus. 500 Kilo ist eigentlich so. Ja, doch schon
ein schweres Bücherregal oder halt Kleiderschrank. Also gucken wir mal nach einem Stück, was relativ gerade ist. Der Leichtigkeit halber habe ich jetzt hier mal Autochen genommen. Also erst hatte ich mal einen Testversuch gemacht mit dem LKW, den hatte ich auf der Waage und habe festgestellt, okay, der war doch ein bisschen schwerer. Und PKW hatte ich dann letzt auf der Waage und der hat vom Gewicht her wahnsinnig gut gepasst. Es hieß ja, das Teilstück ist stabiler wie die ganze Platte. Also die hingelegt, dass ich nicht vorne die Kante belaste, das Holzbrett da hingelegt, dass ich damit über das Holzbrett Belastung auf die Platte drauf kriege. Weil wir haben ja keinen direkten Abtrag nach unten. Also ist ja nicht so wie verklebt oder sowas. Die werden ja einfach so lose hingelegt und dann miteinander verklickt. Habt ihr von Einblendungen mal gesehen? Kommen wir gleich nochmal dazu, wie leicht oder schwer die eigentlich verklicken lassen. Jetzt erstmal Belastungstest. Gucken, ob es was bringt. Drauffahren. Steht drauf. Ja, das ist jetzt 2,25er Reifen. Eigentlich müsste man so einen Fuß vom Schrank oder sowas, hat glaube ich einen Durchmesser von 5 cm. Eigentlich müsste man so einen nehmen, aber so sehr übertreiben wollen wir nicht. Falls mir jemand ans Bein pinkeln will, kann man das ja noch immer nachholen. Oh, gucken wir uns die Platte an. Und die hatte ich, meine ich, gut gehalten. Also doch gar nicht schlecht, bloß hier gingen die Stege durch. Was war mit diesen Platten, wo die Stege da wir ausgebrochen waren? In diesen Bereichen jetzt eine leicht größere Platte. Auch wieder das Teil da hingelegt. Fahren wir nicht vor, fahren wir halt mal zurück. Einsteigen, Motor anmachen, Elektromotor. Sagt man das beim Elektromotor auch anmachen? Also ist ein Hybridfahrzeug. Vorhin ging ja Benziner, glaube ich, dann ist, glaube ich, bloß elektrisch. Also ganz langsam antasten und ich glaube, man konnte es bei diesem Versuch relativ gut hören. Solange das unten bei dem Stegen war, ganz am Randbereich vorne, das ist kein Steg mehr, da hat es wahnsinnig gut funktioniert. Bloß kommt es da, wo kein Steg mehr ist, wo die Last nicht abgetragen werden kann. Und der Boden ist jetzt gerade. Also man darf, glaube ich, 2 mm oder sogar 3 mm pro Meter haben. Diesen Test müsste ich auch noch machen. Da ist die Platte leichter durchgebrochen. Ihr seht, da war der Steg noch, da hat es gehalten. Und als der Steg dann nicht mehr da war beim Runterrollen, ging es leider kaputt. So, jetzt haben wir allerdings auch halt Aussparungen. Also das sind jetzt Extrembelastungen. Ist es wirklich, wenn dann schwerer Schrank oder sowas draufsteht? Ich glaube kaum, dass eine Person 500 Kilo, obwohl, wenn man eine 150 Kilo Person nimmt und die springt oder sowas, wird die vielleicht auch auf 500 Kilo Druckbelastung kommen, von dieser Dynamik her. Also was ist mit diesen Bereichen da? Halten die oder gehen die kaputt? So, Platte liegt dann in dem Bereich auf. Schieben wir noch mal ein bisschen vor, machen das Brettchen da wieder drunter. Und dann fahren wir mal drüber und hören mal, ob es hält. Wow, Respekt, beeindruckt. Hat gehalten. Das war jetzt dann im mittleren Bereich. Jetzt gehen wir mal in den Randbereich von dieser Aussparung. Ja, eigentlich gar nicht mal übel. Also so ziemlich bis zum Rand her hat sie gehalten, aber wenn das Rad, die Last direkt auf dem Randbereich war, also ein Fuß vom Schrank direkt hinten, dann ging sie leider kaputt.
So, Verlegung von denen vorher. Haben wir gesehen, es sind die Stege hier. Da durchgehend und haben die Noppen hier. Man braucht hierbei keinen Kleber oder ähnliches, sondern die werden da einfach miteinander verbunden. Da ganz fest drauf gedrückt, kriege ich mit einer Hand jetzt nicht hin, wenn ich die andere Hand habe. Und dann hält die ganze Geschichte oder soll halten. So, hier nochmal gezeigt mit diesen kleinen Musterplatten. Ich hatte es vorhin eingeblendet, ich mache es am Ende von dem Video auch nochmal. Bei meinem Flachdach-Balkon-Terrasse, die ich da gemacht habe mit den großen Platten. Bloß hier kann man es halt so jetzt leichter zeigen mit oben und unten. Ja, es geht zu der Form. Gucken wir gleich mal zu der Gleichmäßigkeit der Stege. Hier, ganz grobes Fazit von den Teilen. Es scheint zu gehen, ja, aber ich finde, es hat so ein paar Verbesserungssachen. Also 500 Kilo testen mit dem Auto, der leichtigkeitshalber jetzt, weil ich keine Punktbelastung so drauf bringen wollte. Große Platte, ja. Allerdings als Reststücke, es hat seine Grenzen. Also da sind wirklich die Grenzen erreicht. Wasser durchlaufen im Außenbereich. Nee, da müssten hier ja eigentlich Stege sein, Unterbrechungen sein. Das ist Wasser, was unten drunter, und hier geht Wasser durch. Ich habe hier Tests gemacht mit Oberflächenspannung vom Wasser weggenommen und dann hier durch die Fuge gemacht. Das ist zwar gering, aber es geht durch. Und wenn wir überlegen, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, also wir haben grob gesagt 5 Monate oder sowas richtig Regen, und im Jahr 2021 war im Sommer die ganze Zeit richtig Regen. Also Wasser geht nach da unten. Und wenn das Wasser dann da eingesperrt ist und ob es dann anfängt zu riechen oder sowas, achtet dabei aber auf die Gefälle, aufs Gefälle, auf die Gefälleangabe von dem. Ich glaube, es waren 3%, mehr wie 3%. Hat man so gut wie nicht. Wie das jetzt hier im Schotterbett ist, ob das sich da reintritt, ist eine andere Geschichte. Komme später zu. Mit den Schienen, ja, als Abschluss. Also ich hätte auf jeden Fall ganz gerne andere Schienen, die dann hier vorne irgendwie gelocht sind oder sowas, dass das Wasser raus kann. Aber so muss ich sagen, ja, es geht. Die Passung von diesen Nut und Federn da mit dem Zusammenmachen, es ist wahnsinnig eng und manchmal sehen die nicht so besonders gut gegossen aus. Wie die sich jetzt im Winter bei minus 20 Grad machen, müssen wir gucken. Vorteil ist natürlich, man klickt die einfach zusammen, man muss nicht weiter ausfugen und nichts. Man muss dann nicht nochmal hinfahren, man hat kein Problem mit Kleber, der sich eventuell verseift, also später auflöst. Preis ist halt eine andere Geschichte. Man ist auf diese großen Dinger gebunden und man kann diese Reststücke, die man auf der einen Seite abschneidet, auf der anderen Seite nicht nochmal nehmen, weil es passt mit dieser Riffelung nicht mehr. Das hatte ich auf meinem kleinen Flachdachbalkon. Daher ganz viel Verschnitt. War so ein bisschen nachteilig. Jetzt bin ich gespannt, wie die Firma reagiert. Der hat mir schon angekündigt, oh, buh, kannst du nicht machen und sonstiges, aber das waren jetzt halt so Tests, um für euch mal zu sehen, okay, geht es, wo sind die Belastungsgrenzen oder sowas. Lange mit ihm geschrieben gehabt, würde ich ganz gerne hier einblenden, aber ist privat mit ihm so geschrieben oder direkt und nicht öffentlich. Wenn irgendetwas kommt, Gerichte oder sowas, kann ich es vorlegen. Also dass er auf jeden Fall sagte, nein, bei einem 10 cm Streifen ist die Belastbarkeit viel größer als 500 Kilo, also 510 Kilo, als auf der ganzen Platte. Ich habe halt, wenn ich das hier sehe, wenn ich jetzt hier mit einem Punktbelastung drauf bin, also Punktbelastung, Schrank, Küchenschrank, Wohnzimmerschrank, irgendetwas, da haben wir halt diesen Druck auf diese einen Punkt bzw. 4 Punkte. Und der ist dann halt bloß so groß. Und wenn ich den dann hier direkt an so einer saudoofen Stelle habe, deswegen mache ich da so ein bisschen kritisch. Der Autoreifen mit dem 225er Breite, der hat eine viel breitere Druckbelastung gehabt. So, ja, finde ich es gar nicht schlecht. Bearbeitung ist halt durch diesen Gummi da unten nicht so schön. Also ich würde da nicht sagen, bauen ohne Baustelle. Es sei denn, es geht mit Ganzen aus. Da kann man die ganzen Dinger einfach so reinklipsen. Schön, gut und fertig. Ich finde aber,
Es hätte vielleicht so ein bisschen Verbesserungspotenzial. Oder? Was meint ihr? Grüße. So, hier nochmal richtig bei der Arbeit. Also das, was da hochsteht, ist die eine Platte. Also eine Platte, die gerade verlegt wird. Ja, und dann trampelt man einfach mit seinen Füßen da drauf und schwupps ist die auf einer Höhe. Dadurch, dass die sich so einklickt, kann die dann nicht tiefer kommen und die muss in einen bestimmten Bereich runter mit diesem Klicksystem, dass es okay ist. Also heißt es dann oben einfach langlaufen. Und wenn es passt, wenn es, ich hatte auch welche, die hat es überhaupt nicht funktioniert gehabt, schwupp, man hat die eine Höhe und ist soweit okay. Eine Reihe kann man noch zu leicht schieben. So, so sah die Fläche dann fertig aus. So hört sich's an. So drauf geklopft. Das Antennenkabel, was da liegt. Bauhaus oder so verkaufen sie als Click and Go. Italienischer Hersteller. Mit diesen ganzen Sachen, ja, wenn man sie schneiden muss oder sowas, hat man Dreck. Werbetafel von denen, da das. Prospekt, also wie gesagt, gibt es einen 18 mm und ein richtig dicker, stabil. Ich hatte jetzt hier die